Hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenstein. Da brennt gerade ein Skelett. Oh, die Welt baut sich auf. Der ist verbrannt. Perfekt. Dann können wir uns den direkt schnappen. Oh, der Stuhl. Ja, so ist besser. Ja, okay. Alles so ein bisschen jetzt gerade gerichtet. So, das Mikrofon ein bisschen näher dran. Dann passt das auch. Ein paar Knochen, das ist sehr gut. Das haben wir hier. Da haben wir ein Ei haben wir da. Und ich habe mir überlegt, wir können theoretisch... dieser Platz hier, der hier so entstehen soll, der gefällt mir noch nicht ganz so. Ich weiß auch noch nicht genau, was mir daran nicht gefällt. Also theoretisch müsste da irgendwas hin. Hier müssen noch kleinere irgendwie Sachen hin. Ich weiß es noch nicht. Ich will auch nichts überstürzen, deshalb werde ich jetzt erstmal hier von dieser Baustelle verschwinden und woanders hingehen. Ich nehme das Bett natürlich mit. Wir haben nämlich hier am schwarzen Brett habe ich einige Sachen. Zum Beispiel Bäcker, ein Knochenhauer bzw. Metzgerei. Dann eine Mühle, der Müller beziehungsweise, dann eine Bognerei, ein Drechsler, also für Holzarbeiten, Tische und sowas, ein Flößer für Brote halt, ein Gerber, für ist klar, Gerber, Helmschmied, Rüstungsschmied haben wir, Schlosser, Kleinschmied, so für Metallsachen haben wir ja jetzt theoretisch auch, die Eisenschmelze, dann ein Waffenschmied haben wir auch, Schneider für Lederrüstung und sowas haben wir ja noch nicht, ein Leinenweber haben wir auch noch nicht. Ein Bader, ein Badehaus bräuchten wir theoretisch hier, einen Barbier und einen Köhler. Das sind so Sachen, die ich mir so überlegt habe, die ich gerne mal hätte. In nächster Zeit mal. Das ist, läuft ganz schön schlecht hier, 30 FPS ist echt wenig. Ich weiß aber nicht, was hier los ist, ne? Also irgendwie... Also wir haben weniger als 30. Na gut, gerade haben wir 30, 29. Naja, egal. Da, wo wir jetzt hinwollen, da ist das... Oh Gott, die brechen ja hier richtig ein. Hallo? Kann er da? Okay, also das kann weg, das kann weg, das kann weg, zack. Den Kram schmeißen wir hier rein. Das ist der Hammer, ich fange an aufzunehmen und hier wird gebollert. Also, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Gehämmert. Oh, wie ist das Mikrofon sehr hoch und ein bisschen im Weg? So ist, glaube ich, besser. Wobei, ich kann es ja knicken. So. So. Ja, so sollte es passen. So ist aber auch im Weg. So. So passt es auf jeden Fall. Hoffe ich. Ich hoffe, ihr hört mich auch noch gut. Lalala. Ja, das Erste, was wir machen, wir brauchen das Pferd. Unseren guten alten Falkenblitz. Komm mal her, mein lieber, würdiger Gaul. Wird das schon dunkel? Keine Post. Das ist immer gute Post. Keine Post ist immer gute Post. Das müsst ihr euch mal merken. Ja, die Sonne geht unter. Ich möchte eigentlich jetzt gerne zum Rankenmacher. Ja, denn ich möchte dort das Haus machen. Ja, ich springe von einer Sache zur anderen. Aber gut, manchmal ist das so. Und wir können, glaube ich, schon schlafen, oder? Ja, komm, legen wir uns hier hin. Gute Nacht. Tschüss, Fett. Nicht abhauen. Fast verschluckt. Pferd, komm her. Ich weiß, du willst wieder zurück in den Stall, aber... Ach, du willst hier das lecker Gras haben. Ja, das ist schön, ne? Ah, dieser Gaul. Naja, gut. Hier, das wollte ich machen, ne? Chat-Einstellungen, nur Befehle. So. Und zum Rankenmacher. Hier ist ja unsere Rankenfarm. Und hier soll ein Haus entstehen. Hier sollen noch die Bäume wachsen, aber die wachsen irgendwie... Ja klar, wachsen nicht, weil ich nicht da bin. Und hier möchte ich dann den Zaun quasi haben von dem Grundstück. Jetzt brauche ich erstmal einen Zaun, um das Pferd festzumachen. Da, ich habe kein Seil dabei. Kein Problem, kein Problem. Wir nehmen einfach hier ein bisschen Erde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Springe hoch. Lop. War klar. So. Okay, also wie gesagt, der Plan ist, dass hier ein Haus entsteht. Vielleicht mache ich das Haus auch weiter hinten und hier vorne so einen kleinen Garten. Können wir gucken, ne? Wenn hier so das Haus wäre.
finde, wir sollten wahrscheinlich erstmal den Zaun bauen, oder? Erstmal den Zaun bauen. Ideen für den Zaun habt ihr welche? Ich habe da nicht so wirkliche. Wobei, das hier könnte man nehmen. Dann nehmen wir die hier noch. Die. Ich habe eine kleine Grundidee vielleicht. Die und den sind wir ja nicht so. Dann machen wir hieraus noch ein paar Steinchen. Also Steinchen. Und Steinchen. Und dann 1, 2, 3. Hier zwischen kommen die. Wobei hier zwischen können wir. Na gut, lassen wir es erstmal so. Ich möchte erstmal ein bisschen was haben. 1, 2, 3. Zack, weg. Zack, weg. 1, 2, 3. Und hier zwischen, ne? 1, 2. Okay. Dann könnte man sagen, man macht hier. Also es soll halt so ein bisschen anwesend wirken, ne? Wie so ein Anwesen. Und dementsprechend muss ja hier Zaun sein. Jetzt überlege ich aber, ob wir jetzt, ich sag mal, so einen Zaun hier nehmen. So einen Holzzaun. Oder aber, ob wir aus Eisen. Habe ich natürlich nicht mit. Wir können aber uns ein paar von diesen Dingern hier machen. Und können mal gucken, wenn wir das nämlich so machen. So, so und so, so und so. Dann hätten wir ein bisschen Struktur damit drin. Ne? Ja, das gefällt mir gut. Also nochmal weg. So. 1, 2, der untere. Das hat mir jetzt auch gar nicht so schlecht gefallen, oder? So. Toll, jetzt muss ich mir das mal genauer angucken. Ich meine, man sieht es am Ende eh nicht so genau, weil... Ja, Wie verhält denn sich das eigentlich, wenn ich das jetzt so mache? Dann wäre sowas drauf. Nee, das will ich nicht. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache das so. Na, ihr seht schon, das wird eine Odyssee. Odyssee? Ja, ist richtig. Zack, 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 zack und zack. Und dann Eisen. Das könnte, glaube ich, das sieht, glaube ich, sogar besser aus, oder? Ihr müsst euch ja die hier dann weg vorstellen. Die sind nicht da. Sondern nur die Stützen. Da gehen wir jetzt nochmal zurück nach Falkensteil. So, dann müsste ich da Eisen machen und dann möchte ich gerne Eisen so 1, 2, 3, 4 ist glaube ich, oder 5 ist der Abstand, dann könnte ich 1, 3, 1. Ich habe da schon so eine klitzekleine Idee. Und jetzt, wo ich hier wieder die FPS-Einbrüche sehe, von 45. Ach komm, Knobi, mann das an. Oh, und das glückliche Schaf mit dem Huhn. Du siehst aber nicht so glücklich aus. Ist immer noch da. Ja, was gibt's Neues? Was gibt's Neues zu berichten? Ja, jetzt fällt's mir ein. Opa Ziron hat ja jetzt, ich glaube in der vorletzten Folge oder sowas, hat er das Haus der With-Me-Community irgendwie begonnen. Und mit der Begründung, dass es ja bei YouTube irgendwelche Probleme gibt. Ich muss dazu ehrlich gestehen, ich kann diese Was ist denn hier los? Sagt mal, Freunde, was ist denn hier los? Wo wollt ihr alle hin? Achso, ihr wollt euch frei... Was?
Du willst dich melden für die Mauer? Ja, ich meine, musst du vorne zur Verwaltung, da hier zur Falkenwacht gehen, Mensch, Junge. Ach so, schon hier. Und? Herr Eiserner Kerl, Lampe gefällt Ihnen, oder? Nicht? Ach, ob alles stabil? Ja, klar ist alles stabil, natürlich. Ja, ist klar, weil oben der Silo drauf ist, ne? Da muss immer nachgucken. Ja, was wollte ich sagen? Genau, Opa Zeron hat ja, jetzt die Whitney-Community da irgendwie ein Haus begonnen und braucht da irgendwie 50 Follower, damit er da Content hochladen kann. Mit der Begründung, dass YouTube irgendwelche Probleme irgendwie macht. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Ich kann das bedingt nachvollziehen. Aber ich muss dazu auch direkt sagen, ich kann mich, nö. Nö, also einfach nö. Ich brauche mich da, mir da keine Sorgen zu machen. Dazu bin ich viel zu klein und ihr Paar, also ich glaube, ihr seid ja, ich sag mal einfach, ihr seid 30 Leute, die aktiv zuschauen. Das lohnt sich da nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es... Ich bin mir auch fast sicher, dass YouTube da nicht auf die Kleinen achtet, weil ich verfolge zum Beispiel seit einiger Zeit einen Let's Player, der so rund, lasst mich lügen, 20.000 Abonnenten hat. Und der macht ein Subnautica-Let's Play und dort hat er Probleme bei der Monetarisierung. Ja, es wird dann ja für nicht für Werbetreibende geeignet, bla bla bla, etc. pp. Diese Probleme habe ich bei dem Subnautica-Let's Play nicht und ich habe genau dieselben Worte zum Beispiel eben im Titel, im Text drin und ich weiß nicht, ob er irgendwas sagt, was nicht gewünscht ist oder eigentlich nicht, weil er eigentlich einer ist, der sehr seriös ist, sage ich es mal so. Aber ich kann halt, wie gesagt, dieses Problem, was er hat, nicht nachvollziehen. Und da habe ich dann überlegt, okay, vielleicht liegt es daran, dass er in so einem Netzwerk ist, was ich ja nicht bin. Oder aber, dass er halt deutlich mehr Aufrufe hat, ne, so rund pro Video so zwischen 800 und 1000 Aufrufe, dass er dadurch dann, Probleme bekommt. Also, dass er dadurch halt in dieses Raster von YouTube, Suchmaschinen, was auch immer, reinfällt. Wie gesagt, ich habe dieses Problem nicht. Deswegen ist das Ganze auch irrelevant für mich und ihr könnt ja mal eure Meinung, Erfahrungen oder was auch immer dazu schreiben. In die Kommentare natürlich. Wie ihr das so findet. Und ich bin ja sowieso eher der Typ, der so Veränderungen sowieso nicht so mag und lieber das hat, was er hat, als das nicht hat, was er haben könnte. So ist es falsch, genau. So wäre es richtig. Und dann müsste hier natürlich noch, warte mal, da könnten wir so einen Abschlussstein draufpacken. So einen hier. Dann können wir das Ganze aber auch anders machen. Dann können wir das Ganze wirklich so machen. So, und dann so und so. Und dann können wir schon wieder schlafen und dann ist auch die schon wieder Folge vorbei. Na gut. Dann bis morgen, ne? Tschüssi.